Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas hier auf TTT. Hier auf Mutsum LP. Wieder mit allen vom letzten Mal, mit dem Havoc, dem Lord, dem Mimai, und dem Moonstorm, das bin ich. Becken, Dude! Ja, schon wieder so eine Map, schließlich erlernt erst von der Gang an. Warte, ist das hier nicht das Haus von Big Smoke? Ja. Schon. Können wir in CJ's Haus rein? Du kannst die guten alle also wie alle Häuser rein. Du bist in CJ's Haus. Ach, das war CJ's. Ich dachte, das wäre Big Smoke. Oder war der hier daneben? Oder. Ich habe keine hier Ahnung. Hier ist ein Auto. Jawohl, die Polizeiwagen, Ballast Krankenwagen, Helikopter. Auf mich wurde geschossen. Ich habe 49 Sekunden verloren. Was ist da explodiert? Das war ein Fass. Ja, so ein Fass. Das habe ich angeschossen, weil ich Lust hatte. Ich hau mal schnell mit dem Krankenwagen ab, ja? Ja. Aua, nicht töten. Wer steht denn da oben? Wer ist denn das? Achso, der lernt. Kann man hier eigentlich rein? Ja klar kannst du da rein. Hat auch ein bisschen länger still. In der Hand. Okay, da gibt's scheinbar nichts. Ja. Da in das Haus kann man nicht rein. Hier ist ein Boot. Da in das Haus kann man auch nicht rein. Ja, das Haus kann man auch nicht rein. Von wegen, man kann in fast jedes Haus rein. Hier kann man rein. Oh Gott! Aua. Oh, scheiße, hab ich mich erschrocken. Das ist eine Lüge, ich glaube, der Lennart ist. Der hat mich schon zweimal angeschossen. Einmal hat er mich auf 49 geschossen, ist auf 28. Einmal hab ich mich erschrocken. Ich habe nur noch 28 HP. Ich möchte nur mal den Lennart vormerken. Oh. Wo ist der denn? In irgendeinem großen Haus. Wo man auch aufs Dach konnte. Aufs Dach kann man auch. Wie cool. Glaube ich, also ich glaube, der stand auf dem Dach, als er auf mich geschossen hat. Auf dem Vordach, glaube ich zumindest. Ich bin von irgendwas. Ich war Traitor, aber ich wurde von irgendwas umgebracht. Ich so am Helikopter. Ich glaube, ist halt Schruckhammel irgendwie daran gestorben oder was? Kann sein. War jedenfalls dumm. Geil. Nein, irgendeiner hat mit einer Striker auf dich geschossen. Okay. Ich nicht. David? Ich aber auch nicht. Warte, das müsste doch eigentlich stehen. Moment, Scores. Da stand, ich wurde von der. Nee, Havoc Havoc hat einen Innocent Kill gemacht. Sonst hat niemand einen Traitor Kill. Ich war Traitor. Auch schon wieder Minuspunkte. Wen hast du denn gekillt? Niemanden Wichtiges. So gemein. Hier liegt Geld. Da ist schon wieder direkt jemand gestorben, das habe ich gehört. Ja. Und wer ist gestorben? Da ist jemand im Helikopter. Ja. Das bin ich. Du hast von da aus jemanden erschossen, oder? Ja, mit einer verkackten Sniper, wenn es eine doppelläufige war. Kann doch sein. Die Waffen sind sich nicht gerade unähnlich. Beide können mit einem Schuss töten. Hört sich mal ein bisschen anders an. Ach, hast einfach. Keine Ahnung. Hast du so ein Megafon vorne an Sniper geschnallt? Ja, das ist Schalldämpfer, das ist ein Verstärker und das brauchen wir zum Polizeihelikopter runter zu. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Lebt denn überhaupt noch einer? Außer du jetzt. Du bist da unten, oder? Ja. Mal etwas zurückhalten. Hast du schon irgendwelche Leichen gefunden? Nee, ich bewege mich hier nicht mehr weg. Ich denke einfach, wenn jemand hier reinkommt, knall ich ihn über den Haufen, egal wer es ist.
Ich habe nur ein Sterben gehört, aber es scheint fast so, als ob beide tot sind, aber ich weiß nicht. Das weiß ich leider nicht genau. Hauptsache, ich habe meine Ruhe beim Heli. Lass mal was trinken. Es ist ein bisschen still hier. Ja. Hast du geschossen? Ja. Mit der Double Barrel. David? Ja. Auch gut, dass du noch lebst. Ist hier irgendwie beim Heli? Perhaps. Ich hab echt gedacht, der wäre tot gewesen. Ich bin echt davon ausgegangen, dass es der Leonard ist. Ich hab die ganze Zeit neben der Leiche von der Mimi gecampt und hoffe, dass einer dann irgendwie dann über die drüber an der vorbeiläuft und dann denkt, oh kacke, wer ist denn das? Läuft hin und schießt im Rücken. So eine Frage, kann man die Taube abschießen, sodass ich... Ich glaube, hat doch keiner ausprobiert. Also, ich hätte es gerade fast gemacht, aber ich wusste nicht. Achso, sie abzuschießen, das geht glaube ich nicht. Nee, das geht nur mit einem Superscharf. Den will ich auch noch reinmachen, das Superscharf. Könnte ganz lustig sein. Ich wusste nicht, dass man die Garage von dort aufmachen kann. Das hat einen Überraschungseffekt gemacht. Der erste Schuss war gut, aber ich wollte dich dann mit den Dings wegmachen. Ich habe blöderweise aber meine halt noch geladen, ne? Ja, ich hatte ja die Tauber in der Hand, damit wollte ich dich stellen, meine, aber... Meine Schrotflinte war ja noch geladen, hätte ich die nicht geladen gehabt. Ich hätte meine wegwerfen sollen, damit ich deine hätte, dann hättest du meine leere gehabt. Das hat nachher nicht ganz so funktioniert, wie es sollte, oder Sherlock? Ja. Gut, Dr. Watson. Ich dachte auch gerade, als ich dich über den Haufen geballert habe, dass ich gerade Leonard getötet habe. Dachte ich auch ernsthaft. Und dann fragt er mich, schießt du? Da dachte ich, ja, ich habe dich gerade mit einer Double Barrel gekillt. Oh Mann. Ups. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab doch gesagt, wenn jemand eine Tür aufmacht und da vor mir steht, dann schieße ich, weil ich jedes Mal schlechte Erfahrungen damit habe. Die Mimi hat die Toilette aufgemacht und hat sich dafür die Double Barrel gefangen. Achso, das ist eine Toilette. Dixie-Klo. Na, kein Dixie-Klo? Ja, das sind zwei Dixie-Klos dort auch zwischen Helikopter und Garage ganz am Rande der Map. Holy shit, hast du die weggeballert. Ja, das war aber nicht mit Absicht. Da lande, ey. Jemand snipt auf mich. Jo, auf mich auch. Lol, Alter, der Zaun ist ja kugelsicher. Ach, ich hab doch nicht auf euch geschossen, Idioten. Hast du doch. Auf dieses verkackte Fass geschossen. Aber komm doch her. Ist oben. Ich bereit? Mich nicht. Bist bereit? Ja. Gut, los geht's. Das war mir so klar! Oh komm! Ich hab's gewusst, du Wichser! Ach, Alter! Das Beste wäre, kann ich gerade zeigen. Ich hab aber wirklich nicht auf euch geschossen! Ja, ich hab dir schon wenn ich gestorben wäre, hätte ich noch den hier gehabt. Ich hab's mir schon fast gedacht, ich wollte da hochlaufen, ich hätte aber nicht geschossen, weil ich mir mega unsicher war. Ich wollte, dass ihr euch erst abknallt, damit ich mir sicher sein kann. Mann! Ich muss als erstes dich töten, weil du halt die gefährlichere Nahkampfwaffe hattest.
Ja, die Double Barrel. Ah, so eine Scheiße. Ich war kurz davor eigentlich, dich immer abzuknallen, Erik, weil das mir schon so komisch vorkam, dass du zum David gerannt bist. Ja, ich wusste nicht, wo er war. Und Mimi, du hast mich mega erschrocken. Du mich auch. Ja, glaub ich. Danke. Ich werde auf einmal abgeschossen. Ich dachte mir auch so, okay. Danke. Das ist ganz normaler Tag mit Grove Street. Ja. Das hätte ich mal gelogen. Jetzt habe ich mega Bock auf GTA. Ich auch. Ich glaube, ich werde gleich GTA 5 noch spielen, wenn wir. Irgendwann hat schon geschossen. Ist schon jemand tot? Ich habe bisher nur auf den Fass geschossen und auf den Fernseher. Und jetzt? Gott. Da war eine Explosion direkt neben mir, das gefällt mir nicht. Fliegt jemand? Nee, ja doch. Okay. Wie konnte es eigentlich, dass wenn dort zwei Waffen auf dem Boden liegen, man jedes Mal immer nur zwischen zwei Dreckswaffen wechselt, bis man die letzte Mal bekommt? Das ist echt will. Au. Was macht ihr eigentlich da? Ich mache Fass. Dann die Herren. Boom. Grüßli. Autsch. Wer ist die Person über mir? Irgendjemand hat auf mich mit was Explosivem geschossen. Ich glaube mit einer Gauss. Oh Gott. Da war irgendeine Explosion oder so. Achso. Wer geht denn hier gerade richtig Riot mit den ganzen Sachen? Der Helikopter-Straighter. Nein, das bin nein, ich. Nein, der Oberschuss. Der oben auf dem Dach auf Ja, der hat da mit der Gauss auch eben auf dich geschossen. Quatsch. Wo bist du eigentlich? Geh den fuck Scheiß auf dich geschossen haben. Da, wenn du das hast. Hey, wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht, wo bist du? Wo warst du? Am verkackten Dach. Schmeckt. Ach Gott, ich höre den zu. Oh Gott. Genau, dann nimm es auch vorbei, würde ich mal so behaupten. Kann man eigentlich hier durchschießen? Nein, kann man nicht. Wie konntest du die nicht treffen? Die hat sich nicht mal bewegt. Die stand die ganze Zeit nur in dem Klo drin. Das war komplett daneben gezielt. Beim Marker wurde mir hier angezeigt. Tja. Da hab ich da halt drauf geschossen. Wer hat denn da gerade so genüsslich geknuspert? Ich nicht. Ich auch nicht. David! Das ist nur eine Option. Mann, der Mitte ist einer blöden Gauss-Gun.
Na gut, immerhin ist das ein bisschen Abwechslung. Ich weiß nicht, den ersten Schuss, den habe ich aber irgendwie nicht getroffen, kann das sein? Hast du auch nicht. Vor allem, ich habe noch fliegen gesehen. Lass mich raus. Lass mich raus. Hast du David nicht gewarnt? Das bist du für 39. Ja. Okay. Warum liegen hier überhaupt die ganze Zeit diese Winchester? Niemand benutzt die, oder? Ich hab gerade eine, aber ich hatte nicht unbedingt. Aua! Du stehst hier rum, machst nichts. Ich hab hier gerade die Winchester. Ja. Sehr gut. Wie kommt man denn zu dem Hubschrauber? Selbstmord. Ist doch gut. Ja, aber wie? Rituell ist japanisch, ist zu doof. Ah. Ich weiß wie. Wie? Jemand hat auf mich geschossen. Auf meinem Heli. Meine... Auf dich oder dein Heli? Was machst du da hinten? Los, hör auf! Dave, bist du überhaupt im Heli drin, ne? Ich war im Heli drin. Aber das wird mir zu heiß. Werf mal Diskombolade aufs Dach. Ja, kannst du machen. Nein, soll ich boosten? Brauchst du nicht. Nehmt mich mit. Bitte, bitte, nein! Oh Gott, Gott sei mir gnädig. Neptun, oh Neptun. Ich wollte mit. Oh dear Gott. Neptun. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein, das war die Michelle. Ich hab nur, als ihr weggeflogen seid, geschossen. Okay, wer hat dann auf uns geschossen? Wollte. Dann warst du David. Nee, ich bin unten am Haus. Im Haus, besser gesagt. Ich bin gleich hoffentlich im Helikopter. Also ich bin in dem Haus im oberen Stockwerk drin, wo... Da liegt Blut. Oh. Wo man vom Heli aufs Dach kommt. Da wurde jemand erschossen. Ich weiß nicht, einer von den beiden. Au! Au. Wer ist es denn oben drauf? So cool, ich sehe es gerade nicht genau, weil er hinterm Dach steht. Kann jetzt sein! Oh, du, ich hab nachgeladen während des Landes gerade. Du hast die Combustible eingeschlagen! Ich wollte irgendwo einmal Helikopter hinten fahren und du hast mich getötet. Das ist nicht so nett. Irgendwo da hinten, keine Ahnung. Ich hab nämlich das Falsche gekauft. Du sollst mich eigentlich heilen. Was mache ich? Kaufen wir irgendwann so ein Tim. Scheiße, ey. Derjenige mit dem wenigsten Skill hat wieder Punkte gekriegt. Wie, dein Bruder hat Punkte gekriegt? Dafür, dass ich laut deiner Aussage den wenigsten Skill habe, habe ich aber schon mittlerweile schon... Hab ich das gesagt? Natürlich nicht. Ja, ich hab gesagt, ich habe wieder Punkte gekriegt. Ach, alter Vater! Autsch.
Was soll das? Oh mein Gott! Mimi! Wer ist keine Angst, Gefahr, Gefahr, Handgefahr gebannt. Ich weiß nicht, ob ich das so gut heißen kann, was du da gemacht hast. Was hat er denn gemacht? Ein Innocent gekillt. Ja, wo ist denn die Leiche? Gute Frage. Ich hab mich gerade fast bis eingekackt. Ah. Ach du Scheiße. Wie hast du denn Eric jetzt noch weggemacht? Ich hab ihn ins Gesicht geschossen mit der Diegel. Ach so. Tut mir schon ein bisschen leid. Ich komm hier hoch, wollte mir eigentlich ein Scharfschützengewehr holen, weißt du, was passiert? Was, die Michelle schießt den Eric an, der Eric wirft eine Discombulator, eine Plasma auf die Mini. Das geht nicht. Das ist im Traitor-Raum oder sowas. Muss den Traitor dann mal ausprobieren. Okay. Geständnis. Winchester. Bevor es sogar noch losging. Mann, bist du ein guter Detektiv. Ja. Es wäre witzig, wenn ich jetzt echt Traitor wäre. Oh. Ah, sie hat ja schon gestanden, also. Bin ich Detective nicht. Detective Wilmarth. Sie hat schon gestanden. Nein, das war noch im Preparing. Hey, wo bist du hin? Am Buxtehude. Die war gerade hingegangen, ist ab. Die ist weg, Eric. Ich glaube, das ist ein Teleporter oder sowas. Deine Schwester ist gerade hier reingegangen und war weg. Ah ja, es soll halt niemand reinschauen. Wo ist die hin? Das ist auch die einzige Toilette mit einem grünen Licht drüber. Vielleicht ist da tatsächlich irgendwas für einen Traitor. Keine Angst, ich und meine Leute von der Air Force, die gucken mal nach. Was willst du machen? Flugpatrouille macht er. Bin vergiftet oder was ist da für ein Damage? Jemand hat auf mich geschossen. Von wo? Das weiß ich nicht. Lennart noch am Leben? Wann ist der Lennart gestorben? Hä, weiß ich nicht. Unbekannt. Jetzt mich gerade selbst abgeschossen. David, wo bist du? In meiner Garage. Michelle! Was? Gegenüber vom CJ's Haus. Hat die auf mich geschossen? Nein. Ich würde niemals auf meinen eigenen Bruder schießen. Hinter dem Haus. Ich weiß doch gerade, wo ist denn der Drinne? Rechts, nicht! Was ich aber will? Ich wollte den sehen. Der hat nicht so funktioniert wie sollte, oder? Schade. Hätte ja sein können. Wo ist die gerade? Toilette. Tot. Wieder gespawnt. Am Spawn hin bei den Polizeiautos. Ja, sehe ich. Sie geht gerade in das Haus rein. Lasst mich in Ruhe. Ich glaube, hier muss mal Aufräumkommando gemacht werden. Wo ist sie hin? Wieder auf Weg zur selben Toilette. Oh, ich bin gerade da weggelaufen. Was ist hier passiert? Wir haben uns gleichzeitig gekillt. Wie mache ich den Chat wieder weg? Enter oder Escape? Explosion. Okay, danke. Ja, ich habe das explodieren lassen. Ah, ein Fass war da, oder? Ja. Mhm. Selbstverteidigung nennt man das. Ja. Letzte Runde. Cool.
Ich glaube, ich werde jetzt eine neue Meta einführen. Ich werde jetzt Traitor und 3 Kills mit der Winchester holen. Okay, versuch. Ich glaube, das wird zu unsicher. Ich nehme die AR-15. Die hat nämlich einen coolen Klang. Und ein cooles Scope. Sie hat die Mimi eben mit der Winchester getötet. Ist okay. Null. Ist das die A15? Ne, ist Leonard. Bin ich auf der Map bis jetzt Traitor gewesen schon? Weiß ich nicht. Musst genau. Du doch wissen. Ich hatte das überhaupt nicht in im Kopf, weil damit habe ich doch komplett innocent runter. Ja, natürlich. Weil ich einfach so ein innocenter Typ bin. Das ist eine Lüge. Das jetzt weiß jetzt ist der Traitor das wahrscheinlich auch so, nimmt mich als Bauernopfer für alles. Als Sündenbock. David! Was denn? Oh Gott! David! Fick dich! Was geht da ab, Alter? Keine Ahnung. So, Mr. Inno-Euro ist wieder am Start. Da läuft der Havok. Mimi ist da in CJ's Haus. Der Lennart ist gegenüber von CJs Haus, in dem Haus. Wo bist du? Ich bin gleich in der Toilette. In der Toilette? David! Das ist doch auf jeden Fall das. Verkämpfst dich. Du mal Spack, was fängst du denn an zu schießen? Du hast dich da, du bist ja in das Haus reingegangen und hast dich das wieder im Badezimmer verkennt. Ich hab echt gedacht, du wärst es jetzt gewesen und würdest da jetzt kaufen. Oh Mann. Ich hab einen Ehren beobachtet. Blöd gelaufen. Ja. Einfach kommt da hinter mir einer rein und fängt an auf mich zu schießen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier sind nochmal die Punkte eingeblendet. Erik locker gewonnen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge. Wo? TTT. Quatsch.